Salut et fraternité, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Im letzten Teil haben wir Zagazig, ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, eingenommen. Die Stadt gehörte noch zu den Mamelucken. Wir sind gerade dabei, die Mamelucken als Herrscher so mehr oder weniger aufzulösen. Wir müssen uns außerdem noch überlegen, wie wir nach Suez kommen. Da spielt diese Provinz hier eine ganz große Rolle. Wir haben es mit Napoleon gemacht und jetzt wird unser General Louis-Charles-Antoine Desaix die ehrenvolle Aufgabe haben, noch eine weitere Stadt für uns einzunehmen, nämlich Mansoura. Und da sehen wir, hier sind wir hemmungslos überlegen. Er hat als einzige Garnisonseinheit, meine ich, 44 libysche Beduinen. Ich würde ansonsten normalerweise jetzt in dem Fall hingehen, weil diese Garnison wirklich so schlecht ist und hier die Kapitulation verlangen, aber das will die ja hier aus irgendeinem Grund offenbar nicht machen. Vielleicht, weil wir nicht eindeutig genug überlegen sind oder weil wir zu wenig Mann haben, keine Ahnung. Da gibt es einen Faktor, ihr kennt den wahrscheinlich und könnt es mir auch bestimmt in die Kommentare reinschreiben. Naja, schauen wir mal. Also ich halte diese Eroberung jetzt aus strategischen Gründen für sinnvoll, dass wir hier schnell weiter vorstoßen können. Je früher wir weitere Städte erobern, desto mehr Geld machen wir. Und wir brauchen halt schon eine relativ gesicherte Ausgangslage, wenn wir dann Zypern angreifen wollen. Wir sehen dann auch hier, wie hat er sich denn aufgestellt? Das sind die Milizeinheiten, bewaffneter Pöbel. Das sind nur Nahkampfeinheiten, das sind auch Fernkampfeinheiten. Seine Generalseinheit, das sind diese Beduinen. Da könnten wir eigentlich frontal drauf marschieren, aber ich denke, von der Seite hier anzugreifen ist günstiger. Und wir beginnen mal einfach das Gefecht. Wir müssen halt gucken, dass wir hier unsere Truppen nicht komplett auspowern. Das ist natürlich hier in der Gluthitze der ägyptischen Sommersonne gar nicht so einfach. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich meine Truppen hier nicht rennen lassen kann. Ihr seht also hier diese sengende Hitze. Unsere Einheiten sind aber noch relativ fit, ne? Frisch, frisch, frisch. Wunderbar. Mit den Chasseurs würde ich eher so eine Einheit wie den bewaffneten Pöbel ärgern wollen. Das können wir ja mal angehen. So, und dann gehen wir jetzt mal in Position, ne? So. Dann fächern wir unsere Truppen hier komplett auf. Das da ist nicht so gut, wie du da gerade langläufst. Da bist du relativ angreifbar. Jetzt ist schon mal den Plänkelmodus einschalten. Ach, guck mal da, da kommen jetzt die Beduinen, ne? Die hauen schon gleich ab, ne? Sehr müde. Na, schauen wir es uns mal an. Keine Chance. Ich hoffe, dass die dann auch wirklich irgendwie Arabisch reden oder so, weil sonst wäre die Synchro ein bisschen für den Arsch, ne? Also, wenn die dann da irgendwie so ein Fantasiegedöns labern, dann hätte man es nämlich auch sein lassen können. Aber
Ich habe hier einige Zuschauer, die des Arabischen mächtig sind. Die können mir das bestimmt sagen, ob das hier korrekt umgesetzt wurde. Was ich cool fände. Ach, guck mal, die jauen schon ab, wenn die nur die Chasseur sehen. Ist ja geil. Hier, nicht retirez-vous. Das heißt, zieht euch zurück. Ja, das ist ja Quatsch, das machen wir ja gerade nicht. Ganz im Gegenteil, wir gehen zum Angriff über. So, Schlachtlinie ist fertig, dann können wir ja mal langsam vorrücken. Ne? Hier können wir ganz kurz rennen. Gut. Ich gebe mal noch ein bisschen Gas, ne? Schießen die auch? Sehr cool. Okay. Dann gehen wir mal näher ran. Und ich gebe ein bisschen Gas, weil das dauert sonst zu lange. Ja, warten wir mal noch auf die anderen Truppen. Okay. Perfekt. Ah ja, gut. Jetzt hauen sie ab, alles klar. Wobei ich das lieber hätte, wenn sie sich vielleicht ein bisschen früher zurückziehen würden und nicht so auf den allerletzten Moment warten. Okay. Ja, geht immer ins Karree. Ja, dann überlegt er sich nämlich doch nochmal anders. Okay. Ja gut, da sind die französischen Einheiten natürlich total überlegen. Geht mal gerade in den Nahkampfmodus. Der macht ja auch mal Nahkampf, denn ich glaube, wir können jetzt hier ganz gut mit den Truppen aufreiben. Ja, der flüchtet ja sofort eben. Ihr könntet auch abwarten. Ja, ihr lauft mal hier hin. Auch hier der bewaffnete Elitepöbel, der hält wieder aus, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Aber es ist schon richtig, also wir bräuchten eigentlich schon noch ein paar mehr Kavallerieeinheiten, um hier auch mehr Druck ausüben zu können. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen.
Ich habe jetzt auch bei den Granadieren überhaupt nicht irgendwie die Sonderfertigkeit mit dem Granatenwerfen benutzt. Das liegt aber auch daran, weil man da so nah an die Einheiten ran muss und ich finde es eigentlich auch so ganz cool momentan. Weil sie halt auch die Möglichkeit haben, ins Karree zu gehen, was mir persönlich hier sehr gut gefällt. So, dann könnt ihr sie jetzt mal einkesseln. Autofeuer und so weiter ist aus. Ne? Dann machen wir gerade den Nahkampfmodus an. Dann können die Chasseurs nämlich noch ein bisschen aufreiben. Ist vielleicht noch eine Erfahrungsstufe für die drin. Ja, ja, fortfahren. Okay, dann gucken wir mal. Ich werde jetzt auch mal hier Dessert mitnehmen. Wo verteilen die sich denn? Ach da. Na, wir müssen halt schon gucken, dass wir hier also... Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, es klappt nämlich eigentlich doch, dass man ganz gut mit dem General auch aufreiben kann. Kennt er mich ja als alter Roamer, als alter Roam-Spieler, wo ich die Generäle eigentlich auch immer so benutze. Jetzt gucken wir mal gerade, was hat er noch hier? 64 Mann sind das noch, so viele. Also manchmal lassen die sich aber auch nicht gut aufreiben, ne? Jetzt sind es noch zwei, alles klar. Gut, dann beenden wir das Gefecht jetzt an der Stelle. Und haben noch eine weitere Provinz eingenommen, womit ich sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Ich hoffe nur, dass wir sie auch halten können. Diesmal hatten wir auch so gut wie keine Kollateralschäden. 56, 55, ne? Also alles, was so getötet wurde, das kam dann auch vom Gegner. Die Chasseurs haben zwei Erfahrungen gekriegt, der General selbst auch eine und die Linienfusiliere haben eine gekriegt. Ich bin begeistert. Ja, wir werden friedlich besetzen. Der Rekrutierungsbericht ist mir egal. Und die Region haben wir erobert. Wunderbar. Jetzt müssen wir das Teil da für eine gescheite Rekrutierung aber reparieren, ne? Dann fangen wir da vielleicht erst im nächsten Teil, also in der nächsten Runde mit an. Sondern wir machen jetzt erstmal hier weiter. Kann ich eine Einheit Miliz rausnehmen, ohne dass die durchdrehen? Nee, geht leider noch nicht, schade. Okay. Also die Armee werden wir auch hier rüberziehen, denke ich. Vielleicht auch so, ich weiß nicht, aber ich denke, ich hätte sie ganz gerne hier oben noch dabei. Und dann gucken wir uns mal die nächste Runde an. Ist noch eine kleine Armee zusammengetreten. Hm, 54. Naja, das überlege ich mir mal noch. Okay, das da wird repariert. Ich muss mal gerade gucken, wo kann ich jetzt überall noch... Ich habe in Kairo schon Steuern eingenommen und ich habe nur 2000 Kröten gemacht. Also kommt mir jetzt ein bisschen wenig vor. Dafür, dass ich gar nicht so eine fette Armee habe. Scheint mir das ein bisschen wenig zu sein. Doch, hier, 2400. Wo geht denn das ganze Geld hin? Ah, Armeeunterhalt. Okay.
Ja, gut, alles klar. Ja, dann gibt es nur eine Lösung. Wir müssen noch mehr Regionen erobern. Ja, dann holen wir noch hier so eine Milizeinheit. Das machst du hier übrigens auch. Naja, wir bauen halt auch noch viele Wirtschaftsgebäude und Infrastruktursachen, ne? Also das spielt auch eine Rolle. Wir wollen ja hier das Gebiet von der Infrastruktur her gut erschließen. Ja, lauf mal hier hin. Ich könnte jetzt auch hier Artillerie rekrutieren. Das sollten wir mal machen. Kleber bräuchte schon eine. Feldlage wäre allerdings auch gut, damit er hier mal ein bisschen. Braucht man so ein Feldlager, damit er hier ein bisschen Infanterie rekrutieren kann. Dann holen wir uns noch die Siedlung hier unten. Sind ja nur drei oder vier, aber so ein bisschen was an Linieninfanterie brauchen wir das schon, weil die Miliz, also auf normal könnte man das auch mit einer Milizarmee machen. Das habe ich ja bei Empire auch ziemlich exzessiv betrieben. Aber das wird hier nicht mehr so funktionieren. Okay. Machen wir einen Quick Save. Drei Einheiten, aber eine fette Pöbelgarnison. Stopp. Du lässt mir hier hin. Wir ziehen jetzt mal hier ein paar Truppen zusammen. Da brauche ich aber meinen Spion. La nuit est mon ami. Une autre Die mission. Nacht ist mein Freund. Ja, sehr witzig. Ich will kein Gebäude sabotieren, denn das muss ich in erster Runde wieder reparieren. Ich will kein Attentat ausführen. Geh mal auf Infiltrieren. Mission erfolgreich, sehr gut. Dann sehen wir ja auch genau, was er da hat. Bauernmiliz. 80-25. Gegen 80-40, 688. 343, ja. Das ist eigentlich voll gemein, weil der die Stadt da gerade so gut ausbaut und das müssten wir ihn eigentlich zu Ende machen lassen, damit wir das nicht machen müssen, weil wenn ich jetzt da reinrausche, dann hat er kein Geld mehr und ich muss die ganzen Gebäude selbst bauen. Aber das machen wir erst nächste Runde, ja. Lasst mich mal ganz kurz überlegen, wie wir das am besten hier machen. Oh, was haben wir denn hier? Bauernhöfe, claro, her damit. Die brauchen wir auch. Die lohnen sich Oui, halt. monsieur. Tenez-vous prêt. Ja, wir geben ihm noch eine Runde Zeit. Ich kann auch jetzt nicht hier im Sommer Suez angreifen, weil ich verliere dann doch einige Truppen. Einfach nur auf dem Weg durch die Wüste. Das war ein ganz großes Problem bei Napoleon, als er mit seinen Truppen gegen Akkon und Jaffa und so marschiert ist, hat er viele Truppen schon an Krankheiten verloren und einbüßen müssen. Das war auch für die Moral ganz, ganz schrecklich.
Ha. Was kostet der Hafen? 1200. Naja. Und die Truppen hier, die sind halt noch relativ angeschlagen, ne? Ich bräuchte eigentlich eine Bedenkzeit. Bevor ich nämlich jetzt gar nichts mache, was sicherlich auch nicht die richtige Entscheidung wäre. Nee, das ist schon richtig so. Also gut, die könnte ich schon mal hier rausziehen. Ja, dann lass die mal dabei. Also die geupgradeten Chasseur, die sind halt schon ziemlich geil. Ja, mit der Artillerie wird das hier super einfach. Also er braucht keine Verstärkung. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Boah, Alter, ist die Provinz unrentabel. Hätte ich das mal vorher gewusst. Monsieur. Monsieur, vos ordres? Dann gibt der Stadt auch eine Verschnaufpause. Und nimm die Truppen, die besonders angeschlagen sind. Mal kurz raus. Autre chose? So mache ich halt 400 Kröten weniger. Auf der anderen Seite könnte ich dann dafür sorgen, dass ich die Truppen schneller erhole. Nee, okay. Ist in Ordnung. Wir haben Anfang August, wir können auch echt noch eine Runde warten. Stimmt, das hatte ich vergessen. Das gibt's ja auch noch. Jetzt habe ich selbst gar keine Artillerie dabei, ne? Die haben halt auch wieder 9 Pfünder Fußartillerie. Stimmt, diesen Aufstand muss man ja niederschlagen. Ja, ich habe es vergessen. Okay. Je ne peux faire cela, général. Ach so, könnte ich das dann machen? Und so rum? So musst du auch gehen. Autre chose? Tenez-vous prêt, monsieur. Gut, dann gucken wir mal gerade. Dann geh doch mal hin und nimm mal hier so eine Milizeinheit mit. Autre chose? Naja, also. Das ist auch sehr schön, dass die hier diesen monsieur, Garnisonsbonus bekommen. Prêt. Prêt à recevoir vos ordres? So, du gehst hier hin. Und du belagerst sie jetzt. Gut, okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Truppen am Start. Ja, Mission erteilt. Rebellion niederschlagen. Mon General, ernste Neuigkeit.
Die Bürger von Kairo haben zu den Waffen gegriffen und befinden sich aufgestachelt von ihren religiösen Führern im offenen Aufstand. Wir müssen schnell handeln, sonst werden sie die Stadt einnehmen. Es steht zwar nicht die gesamte Bevölkerung hinter diesen Fanatikern, aber die Aufständischen werden bis zum Tode kämpfen. Das ist mir klar. 1000 Kröten gibt's dafür, okay. Ich muss mal gerade einen Quicksave machen. Greifen die denn dann auch Kairo wenigstens an? Ich hoffe doch mal. Weil, also wenn sie dann halt irgendeine andere Stadt angreifen, dann wäre das irgendwie arm. Oder wartet mal gerade mal nur den Napoleon. So. Kreischen die wieder? Ja, die kreischen wieder. Dann nehmen wir die noch eine Runde jetzt von den Steuern aus. Also das schaffen wir eigentlich ohne Probleme. Also den Kampf gegen die Rebellen, den mache ich dann später. Ich darf halt nur nicht hier in die Wüste marschieren, weil sonst verliere ich wieder Einheiten. Aber ich denke mal, die werden ja dann nächste Runde auf Kairo watscheln. Ja, doch, ziemlich sicher. Okay, wir gucken mal gerade den Baubericht an. Gut. Also ich glaube, die Universität auszubauen lohnt sich nicht. Das macht die Leute nur unglücklich und wir brauchen dann auch gar nicht so viel Forschung hier in dieser Mission. 3 Linieneinheiten, 4... Kriege ich eine Fullstack mit Napoleon hin? Also wir brauchen eine Fullstack, eine richtig intakte Fullstack, wenn wir mit Napoleon Zypern angreifen wollen. Das müssen wir mittlerweile bald schaffen. Ich kann mich auch nicht hier aufstellen, hier verliere ich auch Truppen. Ne? Also ich meine überall, wo es hier so ja wüstenmäßig halt aussieht. Ne? Also hier in diesem Gebiet erleiden sie Verschleiß. Ja, hier dann nicht, ne? Ja. Gar nicht so einfach. Verbessert die Exportkapazität. Erhöht Handelseinkommen. +3 Handelsrouten, 100% Provinzwohlstand. Ich glaube, ich kann hier keine Handelsabkommen schließen. Deswegen ist es, glaube ich, egal. Aber das müsste ich mal ausbaldowern. Leute, das muss ich im nächsten Part machen. Das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Also ich bedanke mich mal auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und dass ihr hier mit dabei gewesen seid bei dieser kleineren Stadteroberung, die wir noch hatten. Das war zwar relativ unspektakulär, aber mir macht es großen Spaß bisher. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir dann den Aufstand vor Ägypten niederschlagen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Verabschiede mich mit einem freundlich gemeinten Salut et Fraternité.